wenn es um den richtigen Sound geht. Und darum, wie man ihn aufzeichnen und übertragen kann, dann spielt dieser Mann in einer eigenen Liga. Lars Liljeryd ist Unternehmer, Autodidakt, Musiker und er hat gewissermaßen der Digitalisierung des Tons harmonische Schwingungen beigebracht. Ich habe die SBR-Technik oder Spectrum Band Replication erfunden, mit der man Soundcodes wie MP3 und AAC verbessert und die Effektivität der Codierung um etwa 50% erhöht. Darauf hat die Welt gewartet. Seit den 1990ern ist die Digitalisierung von Tönen ein großes Thema. Denn auf Mobiltelefonen, im digitalen Radio und bei den Musikdiensten im Internet braucht man den digitalen Sound. Weil Tondokumente groß sind, die Übertragungsraten aber gering bleiben müssen, werden die Audiodaten komprimiert. Das passiert schon beim Telefonieren. Sogenannte Codecs wie MP3 oder AAC schneiden in den hohen und den niedrigen Frequenzen Informationen weg. Unter immer größerer Komprimierung leidet jedoch irgendwann die Klangqualität. Bald gilt diese Technik als ausgereizt. Fachleute glauben nicht mehr an eine technologische Weiterentwicklung. Nachdem der AAC-Soundcode entwickelt war, haben Experten gesagt, das wäre das Maximum. Das war sehr traditionell gedacht. Da hatte ich die Idee, wie man die Redundanzreduzierung nutzen kann. Das war die Basis für meine Erfindung SBR. Die Grundidee des Konzepts zur Bandbreitenerweiterung SBR von Lars Liljeryd macht sich Phänomene des Klangs und des menschlichen Gehörs zunutze. Meist hören wir nämlich keinen reinen Ton, sondern ein Tongemisch. Einen Klang, der aus vielen Teiltönen zusammengesetzt ist. Der tiefste dieser Teiltöne ist der Grundton. Darüber liegen die sogenannten Obertöne. Deren Frequenzen lassen sich aus der Frequenz des Grundtons berechnen. Die Berechenbarkeit der Obertöne ist die Grundlage für Lars Liljeryds Idee von einer neuen Art der Tonkompression. SBR funktioniert so, dass man, statt die gesamten Frequenzinformationen zu übertragen, nur die tieferen Frequenzen überträgt. Dann stellt man auf der Empfängerseite die oberen Frequenzen wieder her. Jeder Grundton, zum Beispiel von einer Trompete, einer Geige oder einer Stimme, beinhaltet Informationen über das ganze Stimmspektrum. Man braucht also nur die tieferen Grundtöne zu senden, um dann auf der Empfängerseite die oberen Frequenzen künstlich wiederherzustellen. Mit Hilfe der Nachrichtentechniker Christopher Schörling und Peer Extrand gelingt es Lars Liljeryd, seine Idee funktionsfähig zu machen. 1997 meldet er das erste Patent darauf an. Das sind nur die Grundtöne. Und hier kann man die SBR-Töne genießen. Das ist der 250-Millionen-Dollar-Trick. Hier kombinieren wir beides. Die Wissenschaft hinter der Soundcodierung ist sehr traditionell geprägt. Ich hatte einen anderen Blickwinkel auf das Problem. Das führte dazu, dass ich wie einer gesehen wurde, der eine feindliche Technologie in das traditionelle Denken einführen wollte. Das Konzept des schwedischen Erfinders ist dennoch gefragt. 2007 kauft die weltberühmte Audiotechnikfirma Dolby sein Unternehmen, das er mit dem Erlanger Fraunhofer Institut gegründet hat. Für den sagenhaften Preis von 250 Millionen Dollar.
Mein ursprünglicher Gedanke war eine Technik, die eine Art Turbo sein sollte, den man zu den bestehenden Kodierungen wie MP3 oder AAC zuschalten kann. Wir verbessern also deren Technologie. Das Geschäftsmodell war, diese Turbo-Einheiten an die Soundcode-Hersteller zu verkaufen. Der Plan ging anders auf. Heute wird die Technologie von Lars Liljeryd über Dolby weltweit lizenziert. Experten schätzen, dass SBR mittlerweile auf über 6 Milliarden Geräten und Anwendungen in Mobiltelefonen, PCs, Apps und bei Radiostationen genutzt wird. Der verrückte Außenseiter, wie er sich selbst nennt, hat mit seiner Erfindung die Übertragung von digitalisiertem Ton revolutioniert.